Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Bücherwoche, die doch allerhand drumherum auch zu bieten hatte. Zum einen ist es jetzt ja das Wochenende des 4. Advents. Es ist wirklich Wahnsinn, wie die Zeit, finde ich, so ab Mitte November vergangen ist, wie schnell so eine Woche irgendwie vorbei war. Und sonst sage ich das tatsächlich ja nicht. Ich bin kein Mensch, der immer sagt, wie schnell die Zeit vergeht. Aber irgendwie ist das Ende des Jahres tatsächlich ja immer so ein bisschen, ja, habe ich dieses Gefühl durchaus dieses Mal. Ich freue mich jetzt sehr auf die besinnlichen, ruhigen, auch rauhnächtigen Nächte zwischen den Jahren. Ich habe nicht frei. Ich bin mit als Notbesetzung sozusagen in der Arbeit. Ich habe dann im Januar eine Woche frei. Aber ich glaube, dass man an diesen Tagen, wenn dann vielleicht doch mal so ein bisschen eher Zeit ist, um was aufzubereiten, um was aufzuräumen, um was vorzubereiten, dass das gar nicht weiter dramatisch ist. Zudem bin ich ja seit März durchgängig im Homeoffice und ich glaube, das wird sich jetzt anbetracht der doch steigenden Zahlen und was man da alles so zum Thema Corona hört, auch nicht im nächsten Jahr direkt verändern. Und ich glaube, es gibt über Weihnachten auch keinen schöneren Ort, als zu Hause dann zu sein. Und irgendwie ist man ja dann im Homeoffice trotzdem zu Hause, auch wenn das natürlich man trotzdem was zu tun hat. Ja, die Zahlen sind sehr hoch. Wir sind jetzt wieder in einen kompletten Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen, mit Nachtsausgangsbeschränkungen, dass man ab 21 Uhr zu Hause ist. Geschäfte haben jetzt alle größtenteils zu und mal sehen und hoffen, ob es etwas bringt. Wenn man Montag, Dienstag so Bilder noch gesehen hat von Innenstädten, bevor der Lockdown dann gegriffen hat, weiß ich nicht, ob wir nochmal einen Peak irgendwie jetzt in diesem Jahr vielleicht haben. Und ich weiß auch nicht, ob es so eine gute Idee ist, Weihnachten so viel lockerer zu gestalten. Aber ja, wir sind alle das erste Mal in so einer Pandemie, sowohl wir Menschen als natürlich auch die Politiker. Und können natürlich gar nicht so richtig, ja, wir wissen es einfach vorher nicht besser, sagen wir es einfach mal so. Im Nachgang immer irgendwie zu sagen, das und das hätte man anders besser machen können, davon bin ich nicht immer so begeistert, weil ich glaube, dass diese Entscheidungen, die möchte man wahrscheinlich auch gar nicht treffen. Also ich bin ganz froh, dass das tatsächlich jemand abnimmt. Aber ich hoffe natürlich, dass wir trotzdem alle irgendwie ein schönes Weihnachten haben, ein ruhiges, ein besinnliches. Und für alle die das vielleicht nicht haben, weil jemand in der Familie, im Freundesbekanntenkreis betroffen ist, da wünscht man natürlich ganz viel Kraft. Und ja, es ist schon was einen wieder innerlich so ein bisschen unruhig macht und aufwühlt und man ja sich tatsächlich doch immer jetzt auch wieder recht hilflos vorkommt. Aber ja, wollen wir hier gar nicht weiter drüber sprechen, uns den schönen Themen widmen. Allerdings gab es für mich in der Bücherwoche ein noch unschöneres Thema, und zwar ist Donnerstagmorgen mein PC kaputt gegangen. Urplötzlich, ich wollte ihn starten, um im Homeoffice zu starten, nichts ging mehr. Und ich wollte dann eigentlich um 7:30 auch wieder zu Bett gehen. Also ich war total verzweifelt und ich bin leider gar kein technischer, begabter Mensch. Und ja, mich hat das tatsächlich richtig runtergezogen. Ich habe zum Glück einen Firmenlaptop hier, mit dem ich dann arbeiten konnte. Und ein ganz lieber Freund hat sich dann in der Mittagspause um die Mittagszeit mal meinen Laptop aus der Ferne so, also meinen PC aus der Ferne über Videotelefonie angeschaut. Und es war die Festplatte. Ja, die Welt ging gefühlt unter. Ich war so dankbar und happy, dass der Großteil meiner Daten auf einer externen Festplatte ist. Und ich die interne im Grunde einfach nur immer so als Sicherung verwendet habe, weil auch mit einer externen Festplatte kann was sein. Und so kommt es jetzt auch, dass ich meine Videos mit einem anderen Programm schneiden muss, weil mein ursprüngliches Schnittprogramm mit den Lizenzen und allem eben auf der kaputten Festplatte sind und ich gerade nicht so an die Lizenzen rankomme, weil die einfach woanders sind. Und ich jetzt sozusagen erstmal mit etwas anderem schneide, das irgendwie okay ist, aber vielleicht fällt euch das hier im Schnitt irgendwie auf. Ja, ich habe mir dann einen neuen Rechner bestellt, weil es vor Ort tatsächlich nichts gab, was inhaltlich dann den Preis gerechtfertigt hat oder überhaupt dann auch inhaltlich gut gewesen wäre, sodass man sagt, okay, man kauft hier was nicht in einem halben Jahr irgendwie vielleicht wieder veraltert ist. Und dann habe ich das bestellt mit Express und das war, ich glaube, abends 17 Uhr bestellt und war am nächsten Tag um 13 Uhr hier. Also das ging wirklich schnell und darüber bin ich sehr froh und konnte dann
ja, sozusagen jetzt ab der Woche auch ganz normal wieder arbeiten. Habe mich, wie gesagt, auch an das Schnittprogramm gewöhnt und auch an Windows 10. Und das ist alles gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ja, und dann habe ich mit einer Serie auf Netflix begonnen, die ich eigentlich schon zum Teil kenne. Dazu erzähle ich später was. Und jetzt kommen wir einfach zu den 4 Büchern der Woche. Und zwar habe ich gestartet, ich muss, glaube ich, mal so ein bisschen rüberrutschen, habe ich gestartet mit Beschwipste, Früchtchen und andere Weihnachtskatastrophen von Franziska Erhardt. Das habe ich zusammen mit einer lieben Freundin gelesen. Dann habe ich gehört von Corinna Bohmann den dritten Teil ihrer Reihe Die Farben der Schönheit, und zwar Sophias Triumph. Dann habe ich noch so ein bisschen Lust gehabt, mich mal so ein bisschen inspirieren zu lassen auf Ende des Jahres und habe jetzt gelesen Die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Und ein Reread am Wochenende war dann Die schönste Zeit des Jahres von Jackie Fellgut. Habe ich, glaube ich, 2016 ist es erschienen, wenn ich mich nicht irre. Ja, damals schon gelesen. Und ich hatte einfach weihnachtlich ein wenig Lust darauf. Und ja, wir fangen an mit den beschwipsten Früchtchen und anderen Weihnachtskatastrophen von Franziska Erhardt. Und ja, ich habe mit diesem Buch so meine Probleme gehabt. Ich mag die Bücher von Franziska super gerne. Ich mag ihre Sommerreihe, die ja an so einem Campingplatz im Grunde spielt, einer Campinganlage. Ich habe mich hier darauf gefreut, wieder nach Notting Hill zu kommen. Es gibt bereits 3 Bücher, was mit Blumen, was mit Büchern und auch eine Konditorei. Und ich mochte diese 3 Bücher unglaublich gerne. Ich mochte die Charaktere und habe mich hier auf eine locker, leichte, vielleicht auch weihnachtliche Geschichte gefreut, weil es steht ja auch Weihnachtskatastrophe im Titel. Es geht um beschwipste Früchtchen und ich habe hier was locker, leichtes und weihnachtliches erwartet. Bekommen habe ich aber etwas ganz anders und genau das bringt mich dazu, nicht so richtig zu wissen, wie ich das Buch jetzt eigentlich bewerten und einordnen soll. Und wer öfter meine Videos schaut, der weiß, dass es mir nicht so häufig so geht. Aber in dem Fall tatsächlich bin ich irgendwie, ja, von Vollkatastrophe bis eigentlich hat es sich vielleicht doch gut gemacht. Ich bin tatsächlich da der Weihnachtskatastrophe irgendwie am nächsten. Ja, wir treffen auf Kara, die wir schon aus den anderen Teilen ein wenig kennen. Und denn ihrer Tante gehören diese 3 besagten Läden, von denen ich vorhin auch gesprochen habe, von den Teilen. Und sie wird von ihrem Kollegen Alfred, extremst angebaggert, also wirklich auf eine Art und Weise, wie ich das überhaupt nicht gut finden und heißen kann. Und sie will ihn eigentlich mit seinen eigenen Waffen schlagen. Wir treffen auf Nathan, der hat einen Obst-Gemüsestand eben am Markt und entwickelt so auch ein bisschen eine Freundschaft in den Freundeskreis von Kara. Und so lernen die sich dann eben auch kennen und das auch erstmal freundschaftlich. Er soll allerdings ständig irgendwie verkuppelt werden, hat da gar keine Lust drauf. Und dann wird ihm im Grunde irgendwie auch gesagt, naja, wir brauchen dir ja keine Frau mehr vorzustellen. Du stehst ja doch auf Männer und suchst da im Grunde deine Liebe. Und er widerspricht dem auch gar nicht. Und so entwickelt sich auch zwischen den beiden eben eine Freundschaft und irgendwie mit allerlei ernsten Themen, denn ihm ist in der Vergangenheit etwas passiert, wo er noch nicht richtig damit aufgearbeitet hat. Und bei ihr haben wir eben sowohl Probleme in der Familie als vielleicht auch mit dem Alkohol und dann eben auch dieser penetrante Kollege. Und ich bin ratlos. Und man merkt vielleicht an, es sind sehr ernste Themen in diesem Buch besprochen worden, die ich alle wichtig finde. Wo ich auch finde, dass man darüber ernste Bücher schreiben kann. Man darf dieses Buch aber nicht so ein Cover haben und es sollte auch nicht beschwipste Früchtchen und andere Weihnachtskatastrophen heißen. Zum einen gab es keine bis wenig Weihnachtsstimmung, eher gegen Ende des Buches, was für mich aber, da die Stimmung in diesem Buch so drückend und ernst und hat das auch nichts mehr so richtig geholfen. Ich habe nichts gegen ernste Bücher, aber dann will ich mich dafür bewusst entscheiden und dann will ich zu einem Buch greifen, das Ein wenig Leben zum Beispiel heißt, wo ich genau weiß, es wird mich kaputt machen, es wird mich zum Weinen bringen und nicht beschwipste Früchtchen und andere Weihnachtskatastrophen, wo ich einfach eine lockere Weihnachtsgeschichte erwarte an einem Setting, das ich schon kenne, das mir gefallen hat, das ich schön fand. Und dann kommen solche Themen um die Ecke. Und zudem fand ich auch die Charaktere, also gerade Kara, mit der bin ich nicht warm geworden. Ich habe ihr Handeln nicht verstanden. Ich fand, das war nicht richtig klar irgendwie gezeichnet. Ich mochte so ein bisschen, die Freundschaft war ganz schön dargestellt. Ich konnte auch bei Nathan viele Dinge nachvollziehen, aber auch so ein Geheimnis über das ganze Buch zu ziehen und
Ach, meins war es irgendwie nicht. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich ganz andere Erwartungen an das Buch hatte. Meiner Freundin hat das Buch, weil wir es ja auch zusammen gelesen haben, sehr gut gefallen und sie fand auch die Themen wichtig und gut erklärt. Aber meins war es nicht. Also ich war auch nicht in der Stimmung für so ernste Themen und ich hätte nie zu einem Buch gegriffen, das eben diese ernsten Themen aufgreift, weil mir eben eigentlich nach einer Weihnachtsgeschichte war und nach was locker, leichten und ja, im klassischen Franziska Erhardt-Stil. Und es tut mir echt irgendwie leid, dass ich dem Buch vielleicht jetzt Unrecht tue, aber meine Erwartungshaltung war definitiv eine andere und was soll ich sagen? Ich möchte vielleicht auch gar nicht mehr sagen. Also es hat einfach nicht gepasst und ja, nichts gegen ernste Themen, aber dann nicht in so einem Cover verpackt mit so einem Klappentext und so einem Titel. Das muss ich ganz klar sagen. Also irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ja, dafür ganz anders. Der dritte Band der Farben der Schönheit-Reihe von Corinna Bohmann, Sophias Triumph. Und für mich ist diese Reihe definitiv ein Highlight. Ich habe die Reihe sehr genossen und muss echt sagen, dass sie mir super viel Spaß gemacht hat, dass ich sie auch unglaublich gerne gehört habe. Sie wird gesprochen von Caroline Mask von Oppen, einer Sprecherin, die man jetzt durchaus öfter schon mal gehört hat und die ich immer wieder toll finde, wie sie Charakteren eine Stimmung gibt, Stimme gibt, wie sie Atmosphäre, Stimmung verleiht. Und ich finde, das macht sie wirklich richtig, richtig toll. Natürlich im Rahmen eines so historischen Romanes, sage ich jetzt mal. Da ist natürlich jetzt nicht so wie Dirk Bach oder Rufus Beck, ne? Gar keine Frage, aber ich finde, dass sie das richtig, richtig toll macht. Die Reihe beginnt ja in Berlin 1928 und wir treffen eben auf Sophia, die etwas mit ihrem Dozenten hat und sie ja Liebe verbindet und dann wird sie von ihm schwanger, allerdings ist er nicht gewillt, im Grunde sie zu heiraten, sondern eben hat eine Freundin, eine Verlobte und so wird sie im Grunde nicht nur von ihm verstoßen, sondern im Nachgang auch von ihrem Vater, der eben zu der damaligen Zeit nichts mit einer Tochter zu tun haben möchte, die eben im Grunde jetzt unehelich geschwängert wurde. Zudem wollte sie immer Chemikerin werden, war hier im Grunde auch richtig gut in der Schule und an der Uni und muss ihren Traum erstmal begraben, hat aber eine tolle Freundin, Hanni, die wir auch die ganze Reihe mehr oder weniger immer mal wieder treffen und beide gehen dann nach Paris. Wir sind dann also Ende der 20er, 1930er Jahre in Paris unterwegs und erleben so ein bisschen das Leben der beiden dort, bis es dann für Sophia auch bis nach New York geht. Und das macht natürlich besonderen Spaß, die 30er dann auch ein bisschen in New York zu verbringen. Wir sind mittendrin beim Puderkrieg zwischen Helena Rubinstein und unserer Miss Arden, deren Vorname mir gerade nicht einfällt, Elizabeth Arden. Den Puderkrieg gab es tatsächlich, also beide Frauen haben sehr stark konkurriert um die Kosmetik, um die Schönheit der Frauen, um Schönheitsfarben und so weiter. Das war alles in dieser Zeit. Und das hat mir super viel Spaß gemacht, weil ich ja auch so ein bisschen ein Kosmetik-Fan bin und mich damit beschäftige und eben auch von dem Puderkrieg vorher schon was wusste. Und es war toll, wie sich Sophia so in dieses historische Setting dann eben auch einfach einfindet. Wir haben die Geschichte natürlich einer Frau, die erwachsen wird, der auch einige Schicksalsschläge widerfahren und die eben ihren Weg geht. Und ja, wir begleiten sie so, ich vermute mal so 15 Jahre wird es sein. Also wir kommen auch im dritten Teil jetzt in den Zweiten Weltkrieg hinein, der aber zum Glück für mich nur so angerissen wurde, weil wir zu dem Zeitpunkt eben in den USA sind und ich einfach so denke, okay, das ist dann nicht ganz so dramatisch. Also ich habe ja so meine Probleme mit Büchern, die im Zweiten Weltkrieg spielen. Ich mochte den Schreibstil von Corinna Bohmann hier wieder sehr, sehr gerne lesen. Ich finde, sie schafft es ganz wunderbar, Historisches und dieses historische Setting zu schaffen, aber Charaktere eben auch uns zu präsentieren, die bildhaft dargestellt sind, die authentisch, die man sich in dieser Zeit vorstellen kann, die auch einfach Lust machen, mit ihnen auf Zeitreise zu gehen und die sich da auch so einbetten, sowohl sprachlich wie bildhaft ist das Corinna Bohmann wirklich sehr, sehr gelungen. Mir hat die Geschichte von Sophia sehr viel Spaß gemacht. Ich finde wirklich, dass sie das ganz toll beschrieben hat und auch eine Frau geschaffen hat, deren Weg man sich eben gut vorstellen kann, wie auch die Veränderungen der Frauen, des Frauenbildes zu der Zeit war und sie eben wirklich in so eine Historie schafft, die eben tatsächlich auch existiert hat und Spaß macht. Es gab im zweiten Teil eine Wendung, die nicht von mir ganz so begeistert aufgenommen wurde, die für mein Empfinden tatsächlich auch gar keinen so richtigen Sinn gemacht hat
Und auch mit Abschluss der Reihe bin ich der Meinung, dass man den Punkt einfach hätte weglassen können. Aber okay, er ist jetzt einfach mit da und ich lebe damit und das ist auch irgendwie in Ordnung. Aber ich hätte es tatsächlich, dieses zusätzliche Drama, sag ich mal, nicht gebraucht. Es war sehr menschlich, es war sehr tiefgründig. Wir haben Charaktere, die man wirklich das Gefühl hat, man kennt sie, man begleitet sie einen gewissen Weg und uns wird auch sehr deutlich gemacht, wie welche Entscheidungen zu anderen Entscheidungen treffen und eben auch zu Konsequenzen. Und ich fand auch besonders die Darstellung des Puderkrieges, deswegen gehe ich da auch nochmal so auf, super interessant und spannend. Wer da vielleicht schon mal eine Dokumentation gesehen hat oder die Frauen damals, diese beiden, Rubinstein und Arden, irgendwie in Action gesehen hat oder Biografien von denen kennt, das ist wirklich super spannend. Diese Frauen haben wirklich einen Krieg gefochten und also da war dann auch Spionage und ähnlichem alles so im Gange. Also ja, richtig toll und auch wirklich dieser Weg von den Frauen, wie sich das Bild verändert hat und natürlich auch der Kosmetik und wie das immer wichtiger wurde, wie das eingebunden wurde, wie das Frauen angenommen haben, welche Zweifel es da gab und auch in Sophias Fall, die natürlich in eine Richtung geht, weil sie Chemiker werden möchte, der natürlich eher Männern vorbehalten war und ja, also eine super Geschichte, eine tolle Reihe, richtige tolle drei Bände, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben, die für mich auch wirklich ein Highlight sind und ich ja, wirklich großen Spaß damit hatte, mir die anzuhören und da auch wirklich jede Minute genossen haben. Und wer sowas mag, der ist hier absolut richtig. Ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass so ein bisschen Corinna Bohmann für mich die weibliche Jeffrey Archer ist. Das fand ich schon bei der Frauen von Löwenhof-Reihe. Und bei Jeffrey Archer haben wir eher die männlichen Charaktere im Vordergrund, während eben Corinna Bohmann eher die Frauen in den Fokus stellt. Und ich finde, das machen beide gleichermaßen gut. Vielleicht ist Corinna Bohmann nicht ganz so episch und kann eine Lebensgeschichte von 70 Jahren erzählen, wie Jeffrey Archer in der Clifton-Saga. Aber so dieses Bild hier von grob wahrscheinlich 15, 20 Jahren hat sie auch richtig toll gemacht, ohne dass es sich zu langwierig angefühlt hat, sondern einen wirklich da immer mitgenommen hat. Ganz, ganz toll. Hat mir richtig gut gefallen und mir ja die Woche über auch wirklich so die Ohren ein wenig versüßt. Dann geht es weiter mit einem Buch, das ich noch gar nicht so lange auf dem Sub habe, aber schon länger auf der Wunschliste hatte. Und zwar, ach, passt auch farblich perfekt zum Pulli. Und zwar jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Mir ist Eckhart Tolle durchaus ein Begriff, weil ich so manche Kolumne von ihm kenne. Und ich bin eben auch schon länger um dieses Buch herumgeschlichen. Das ist, glaube ich, 2010 oder 2011 erschienen, gibt es in den verschiedensten Ausgaben und ja, ich habe mich eben, ich glaube, ich habe es bei Tauschticket ergattert und habe mich eben für diese kleine dann auch entschieden und fand ich jetzt auch ganz handlich sozusagen zu lesen. Ja, Eckhart Tolle ist relativ bekannt, auch durch seine Kolumnen, seine Gedanken, weil er eben tatsächlich den Titel immer wieder Kraft gibt und sagt, ja, das Leben, die Kraft steckt eben im Jetzt. Und ja, wir haben hier also ein Sachbuch, wem das noch nicht klar gewesen ist, beziehungsweise würde ich sogar eher sagen, es ist ein Leitfaden, der sich zur Aufgabe gemacht hat, uns spirituell zu erwachen. Und das ist natürlich immer ganz, ganz groß und klingt auch vielleicht für manchen sehr spirituell, esoterisch und ja, hat vielleicht so einen faden Beigeschmack. Soweit würde ich tatsächlich überhaupt nicht gehen. Ich mag es, mir Impulse zu holen, um eben ein achtsames Leben zu führen, um meine Gedanken unter Kontrolle zu halten und eben damit auch wirklich einfach im Jetzt zu sein und den Moment genießen zu können. Der Fokus des Buches, der Erzählung, wird auf das Jetzt und Hier gelegt und wie wir darin eben Kraft finden sollen. Also welche Wirkung es hat, wenn unser Körper, unser Geist im Hier verweilt, nicht im Gestern, nicht in vor 10 Jahren und auch nicht sich mit dem Wochenende beschäftigt oder eben was irgendwann mal sein könnte, weil es Leben ist eben jetzt und hier und auch daraus zieht man seine Kraft. Es heißt hier auch so schön, dass das innere Leiden vom eigenen Verstand kommt und den eigenen Gedanken, dass das wenige Leiden sozusagen, wenn dann nur von außen kommt, aber wenn wir uns innen drin Gedanken machen, Selbstzweifel haben, antriebslos sind, dass das eben durch unsere Gedanken kommt und unseren Verstand und dass wir das eben mit dieser Kraft des Hier und Jetztes tatsächlich im Grunde einhalten können und dann das innere Leiden eben auch schwächer wird, bis eben gar ganz verschwinden kann. Es gibt viele Weisheiten, die er aus dem Buddhismus uns näher bringt und rüberbringt und auch aus dem Daoismus. Sehr leicht verpackt, wie ich finde. Also definitiv ist dieses Buch auch was für Anfänger. Ich fand es ganz okay. Für mich persönlich war es jetzt nicht so viel Neues tatsächlich, weil ich mich ja doch sehr mit Buddhismus, Achtsamkeit, Meditation, Yoga beschäftige
und ich da früher auch sehr viel gelesen habe, das auch bis ins Jetzt noch durchaus durchreicht. Und mir war es von Eckhart Tolle zu viel drumherum geredet. Also ich glaube, das Buch wäre wahrscheinlich am Ende nur noch doppelt so dick gewesen, wenn man einfach all die Wiederholungen und gleichen Mantren sozusagen einfach gekürzt hätte. Ich finde auch, er bringt zwar die Theorie sehr leicht und flüssig rüber. Es gibt auch einige Impulse, die ich mitnehme, die auch richtig und wichtig sind. Aber es war jetzt auch nicht so viel Neues darin. Und vor allem, wenn er sich dann selbst alle 40 Seiten irgendwie wiederholt mit einer Annahme, die er getroffen hat, dann war es nicht ganz so spannend. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr schade, dass wir eben so viele Wiederholungen haben. Zudem, und das fand ich tatsächlich auch sehr merkwürdig, weil ich seine Intention dahinter nicht verstanden habe, erzählt er uns sehr viel, wie es sich anfühlt, wenn man erleuchtet ist. Und da frage ich mich, wer greift zu diesem Buch? Greift hier wirklich jemand hin, der die Erleuchtung, wenn man sie so nennen möchte, schon gefunden hat? Es sind doch eher Menschen, die sagen, ich bin gerade auf dem Weg. Und dann möchte ich nicht ein halbes Buch lang hören, wie toll es doch ist, wenn du erstmal die Erleuchtung gefunden hast. Weil das ist ja nicht jetzt, sondern dann bin ich ja in meinem Zukunfts-Ich. Und ja, deswegen finde ich tatsächlich, dass das jetzt auch so ein bisschen kurz gekommen ist. Weil er doch sehr oft davon spricht, wie es sich dann anfühlt, wenn ich mein zukünftiges Ich bin. Und das hat sich für mich auch irgendwie widersprochen. Da habe ich in manchen Textpassagen echt gedacht, naja, aber es interessiert mich nicht, wie ich mich anfühle, wenn ich soweit bin. Ich möchte ja jetzt den Weg dahin im Grunde bestreiten und ich will noch nicht wissen, wie mein Ich jetzt ist. Und wenn ich jetzt zu James Clear zum Beispiel gehe, zu einer Prozentmethode, was mich in diesem Jahr ja auch sehr begeistert hat und auch nachhaltig, dann ist es ja eher so, dass ich mir jetzt schon Gedanken mache, welcher Mensch möchte ich sein und mit welchen kleinen Schritten komme ich dahin. Aber ja, nicht so, wie es Eckhart Tolle macht. Also ich glaube, für den Einstieg ist es okay, für jemanden, der sich schon mehr damit beschäftigt hat, ob es da so viel Neues zu entdecken gibt, bezweifle ich. Also für mich definitiv nicht. Es war okay, ich habe es gern gelesen und wie gesagt, nehme auch den einen oder anderen Impuls mit. Aber es war jetzt nichts komplett Neues, was ich noch nie gehört oder gesehen habe. Und dann, nachdem ja das Buch von Franziska Erhardt nicht den gewünschten weihnachtlichen Stimmungseffekt bei mir hatte, habe ich zum Reread gegriffen, was ich ja schon in meinem Weihnachtsbuch-Video so ein bisschen angedeutet habe oder gehofft habe, dass ich es lese. Und zwar Die schönste Zeit des Jahres von Jackie Feilgut. Ein Weihnachtsbuch aus dem Jahr 2016, das ich damals gelesen und auch sehr geliebt habe. Und mir war einfach nach etwas Weihnachtlichem und da war dieses kurze Büchlein, wobei ich glaube, es hat 210 Seiten, so kurz ist es gar nicht, kam mir gerade recht. Wir treffen in der Geschichte auf Zoe, die sich auf dem Weg nach Hause macht und wir sind hier eben dann auch in Vermont unterwegs und sie hat aber so gar keine Lust auf Weihnachten und auf Feierlichkeiten und auch auf ihre Familie, seit eben etwas passiert ist, was ihr da so ein bisschen die Stimmung genommen hat. Ja, sie war aber früher ganz anders, sie war schon ab Sommer kaum zu halten, dass bald Weihnachten ist, hat Plätzchen gebacken, dekoriert und hat alle angesteckt mit ihrer Begeisterung für dieses Fest und für diese Feierlichkeiten und so ist auch ihr damals bester Freund Danny recht verwundert, als er sie trifft und total auch entsetzt über sie ist, was sie gerade so für eine Stimmung hat und wie das überhaupt sein kann. Und er möchte sie jetzt an die Hand nehmen und schenkt ihr einen Adventskalender, um ihr Weihnachten wieder ein bisschen näher zu bringen und zu zeigen, dass eben Weihnachten immer noch schön sein kann und auch eben mit den Augen, wie man sie als Kind gesehen hat, eben auch erleben kann. Und wir treffen auf Fred und George aus Harry Potter und ich verrate nicht in welcher Form, aber ich liebe dieses Goodie in dieser Geschichte und wer die Geschichte kennt, weiß, von was ich spreche. Ich bin ein großer Fan der Bücher von Jackie Feilgut und ich habe auch das wieder super, super gerne gelesen. Ich fand es großartig, ich fand es weihnachtlich, ich fand es bezaubernd, ich fand so viele Dialoge, die mich einfach hingerissen haben, die einfach Spaß gemacht haben, die diese weihnachtliche Stimmung haben aufkommen lassen, die einen auch so rein haben fallen lassen, dass man sich eben dann am dritten Advent eine Kerze anmacht oder drei und einfach so sagt, ja, so muss es sein. Und es ist so warm und wohlig und ich mag den Schreibstil von Jackie. Ich glaube, das muss ich ja gar nicht sagen. Ich finde es toll, dass wir im Vermont sind, dass wir das bildhaft auch gezeigt bekommen, dass wir da auch so ein bisschen die Gegend sozusagen bildhaft beschrieben bekommen, dass wir die Nebencharaktere beschrieben bekommen haben und auch wirklich die uns so wunderbar vorstellen konnten, dass ein Film im Kopf abläuft, dass wir uns Zoe und Danny gut vorstellen konnten und ich fand beide, also ich mag beide Charaktere super, super gerne und ich mag auch das Städtchen, das uns so ein bisschen verzaubert haben. Die Charaktere sind auch sehr authentisch.
Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es so eine Freundschaftskombination gibt und ja, beide so ihren Weg gehen und miteinander und diese Begeisterung beim anderen eben einfach entfachen können. Und ich mochte auch das super, super gerne. Es ist der perfekte Grad an Kitsch, würde ich sagen. Es ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, sodass man wirklich in wunderbarste Stimmung kommen kann. Und mir hat es super gut gefallen. Man merkt natürlich, dass die neueren Bücher von Jackie weiterentwickelt sind. Also man merkt, dass zwischen dem Buch und dem neuesten Buch von ihr definitiv eine Entwicklung stattgefunden hat. Also im Vergleich würde ich sagen, ist das sehr gut. Aber die neueren sind definitiv besser und ich glaube, es wäre auch komisch, wenn das tatsächlich andersrum irgendwie der Fall wäre. Wobei es gibt ja durchaus Autoren, wo das so ein bisschen nachgelassen hat. Aber bei Jackie merkt man definitiv schon, auch in der Ausarbeitung von Szenen, dass sie da viel dazugelernt hat und das heute doch ein bisschen anders macht und schöner macht. Aber nichtsdestotrotz ist das eine wunderbare, kurze Weihnachtsgeschichte, die Spaß macht, die Freude bringt und einen auch die weihnachtliche Stimmung näher bringt. Und ja, hat mir daher wunderbar am dritten Adventswochenende gefallen. Und das war es jetzt soweit mit den Büchern. Ich habe vorhin schon von der Serie gesprochen, die ich angefangen habe. Und zwar ist es die Shadowhunter-Serie auf Netflix. Da gibt es, glaube ich, 3 Staffeln, wenn ich mich nicht irre. Und ich habe mit einigen Folgen der ersten Staffel angesehen. Ich mochte die damalige Buchreihe von Cassandra Clare unglaublich gerne. Also diese City of Bones ist der erste Teil. Ich habe die super gerne gelesen. Ich habe die damals kurz vorm Erscheinen, ich glaube, des 6. Bandes gelesen. Und habe dann nicht mehr viel Wartezeit, vielleicht so ein Vierteljahr gehabt, bis der 6. Band erschienen ist. Ich weiß, ich habe den auch auf Englisch gelesen, weil ich es nicht erwarten konnte. Dann gab es ja eine echte Verfilmung, einen Film mit doch einem recht guten Aufgebot an Schauspielern. Also angefangen von Jamie Campbell Bauer über Lily Collins, über der Schauspielerin von Cersei, weiter über Jonathan Rhys Meyers und ja, auf jeden Fall einige hochrangige Schauspieler. Allerdings ist der Film wohl an den Kassen gefloppt. Was ich ein bisschen verstehen kann, aber ich tatsächlich gar nicht verstanden habe, warum der Film so schlecht wegkommt, weil ich Twilight um Längen schlechter fand, auch von der Darstellung, ja, also von daher, das habe ich nicht verstanden. Aber man hat relativ schnell dann gesagt, ja, der Film, die Filmreihe geht nicht weiter und hat dann irgendwann angefangen, eine Serie daraus zu machen, was ich tatsächlich auch gut fand, weil ich glaube, so eine 6-teilige Reihe plus Vorgeschichten, Nachgeschichten, Cassandra Clare schreibt ja nach wie vor in diesem Shadowhunter-Universum, dass man das ganz gut in der Serie einfangen kann. Mein Problem mit der Serie zur damaligen Zeit war, dass ich zu nah an den Büchern, glaube ich, dran war und mich in der ersten Staffel einiges gestört hat, weil es ganz anders irgendwie in meiner Erinnerung war und ich nichts mit dem Schauspieler von Chase anfangen konnte. Ich weiß, da streiten sich, glaube ich, wirklich die Geister. Die einen finden den aus dem Film toll, die anderen die aus der Serie. Ich kann mit dem Schauspieler nach wie vor nichts anfangen, auch jetzt bei meinem zweiten Mal schauen. Ich finde, der hat gar nichts, wie Chase beschrieben wurde, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ich finde den wirklich eine Katastrophe und damit tue ich mir wirklich nach wie vor auch schwer. Aber ich ignoriere ihn, soweit es geht, obwohl ja Chase wirklich mein Lieblingscharakter neben Magnus Bane in der damaligen Reihe war. Ich versuche das so ein bisschen auszublenden und ja, finde aber die restliche Besetzung wirklich gelungen. Auch mit der Schauspielerin, die Clary spielt, die ja in diese Schattenwelt hineingezogen kommt. Wir sind ja hier Urban Fantasy unterwegs. Junges Mädchen, ich glaube im Buch war sie 16. Im Film ist sie, glaube ich, 18. Ich glaube, da war so ein zeitlicher Versatz. Ja, bemerkt sie ja auf einmal, dass um sie herum Wesen sind. Sie trifft auf Schattenjäger, sie hat auf einmal einen Bezug zu Runen. Und dann erfährt sie eben, dass alle Geschichten über Vampire, Elben, Werwölfe, dass alles wahr ist, Dämonen. Und sie eine Schattenjägerin ist und ihr Vater auch ein sehr böser Schattenjäger war. Ich sag's jetzt mal so ganz profan. Und dass die Gefahr eben da wieder besteht. Und so bringt sie uns im Grunde in diese Welt hinein und macht das auch im Film, in der Serie sehr, sehr gelungen. Also ich finde, dass man da einen sehr guten Einstieg hat mit ihr und mir macht die Serie tatsächlich auch Spaß. Also ich habe jetzt ein paar Folgen geschaut, mittlerweile bin ich auch schon fast am Ende der ersten Staffel. Ich muss sagen, es macht Spaß. Ich bin einfach ein Fantasy-Mädchen. Ich habe so das Gefühl, ich habe genug Abstand zur Buchreihe, sodass ich mich nicht mehr en detail an alles erinnere und so eben auch Änderungen durchaus ein bisschen ignorieren kann. Ich tue mir mit manchen Geschichtssträngen schwer und irgendwas in mir ruft auch, ach, das irgendwie, ja, passt da was nicht.
Aber es macht Spaß, ich fühle mich gut unterhalten, ich finde die Musik mega und ich finde eben auch einige Erzählstränge, die da drin vorkommen, die in den Büchern ja eher nur angerissen wurden, auch richtig toll, dass die hier so ein bisschen ein größeres Thema bekommen. Also es macht Spaß, ich werde auf jeden Fall weiterschauen und bin sehr gespannt, wo mich das hinführt. Und tatsächlich habe ich Lust bekommen, die Buchreihe einfach mal zu rereaden und überlege jetzt einfach, ob ich mir nicht mal die E-Books, nein, die Hörbücher besorge und da einfach mal wieder anfange, weil ich das Bild von Chase, das in mir sozusagen als Erinnerung ruht, dass ich unglaubliche Sehnsucht irgendwie habe, den mal wieder zu treffen und ich mich einfach mal davon überzeugen möchte, ob er noch heute diese Wirkung auf mich hat, wie er sie damals hat. Und das klingt total merkwürdig, aber ich glaube, alle Buchverrückten wissen, was ich meine. Ja, es geht auf jeden Fall weiter. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt mit den 3 Staffeln dann auch schon beendet ist und durch wäre. Aber das ist jetzt definitiv eine Serie, die ich jetzt dann auch so über die Weihnachtstage und so immer mal ein bisschen schauen werde. Da hat man ja durchaus den ein oder anderen ruhigeren Moment. Und ja, ich glaube, so viel mehr gibt es tatsächlich zu der Woche nicht zu erzählen. Also ich habe Serie erzählt, Bücher erzählt, es ist der 4. Advent. Es gibt noch ein paar Adventskalendertürchen, da bin ich auch sehr gespannt, was da noch so ein bisschen sein wird, weil mir tatsächlich noch 2 Türchen fehlen. Ich hoffe, das ändert sich jetzt dann an dem Wochenende, wenn ihr dieses Video seht. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderbaren 4. Advent. Genießt die Zeit, lasst euch nicht stressen und bleibt gesund, achtet auf euch. Und ja, lasst es euch gut gehen mit wunderbaren Büchern. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.